Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big End Sport Podcast. Heute mit Pascal Heidhorn, Olympiabeauftragter der Stadt Düsseldorf, zum Thema Olympische Spiele Rhein-Ruhr 2032. Hallo Pascal. Hallo Patrick, hallo liebes Publikum. So, da musst du aber jetzt auch durch die drei Fragen erstmal, bevor wir zu Olympia kommen. Vielleicht ist ja in den Antworten zu den Fragen auch schon Olympia drin, wer weiß. Die erste wäre, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten? Tja, wenn ich jetzt wirklich das Kriterium Olympia zugrunde legen würde, dann führt kein Weg an Michael Phelps mit 23 Goldmedaillen vorbei. Der zweite hat, glaube ich, irgendwie 9. Aber das ist natürlich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ungerecht teilweise anderen Sportarten gegenüber, weil so ein Phelps konnte natürlich auch 7, 8 Wettkämpfe bei allen Olympischen Spielen machen. Das kann ein Fußballer oder ein Tennisspieler logischerweise eher nicht. Deswegen, wenn ich dann alles so durchgehe und Simone Biles und Katie Ledecky und alle großen Sportlerinnen und Sportler werden es mir vielleicht verzeihen, dann nehme ich jemanden, der weder Weltmeister noch Olympiasieger geworden ist, weil er aber auch an Olympia erst mit Ende 30 oder so dann teilnehmen konnte. Ich würde Wayne Gretzky sagen, tatsächlich. Ja, es ist ja auch the great one, sag ich mal. Ist the great one, und wenn man einen Sportler mal nimmt, der in seiner Sportart extremst über Jahre hinaus performt hat und tatsächlich in den wichtigen Statistiken, also Scoring-Punkte und Tore, einfach alle so dermaßen abgehangen hat, dann sticht der tatsächlich noch deutlich mehr hervor, meiner Meinung nach, als Michael Jordan oder Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Serena Williams oder wie man auch immer so noch dran denken könnte. Also von daher, ich würde sagen, the great one, der hat schon drauf, wobei man allen anderen vielleicht teilweise ungerecht wird. Aber das wäre meine Frage. Wobei dessen Rekorde werden ja im Moment zumindest schon mal angekratzt, und das ist ja jetzt auch schon lang genug der Fall, dass da Leute nicht wirklich drankommen, insofern. Nein, nicht im Ansatz, ne? Also bei Tennis hätte ich vor 20 Jahren Steffi Graf gesagt, dann kam aber eine Monica Seles, dann kam irgendwie eben eine Serena Williams, und wenn du überlegst, die meisten Grand Slams hat dann trotzdem noch so eine Margaret Court, um das jetzt mal nur so an einer Sportart festzumachen, dann ist das halt schon Wahnsinn. Tiger Woods hätte es vielleicht im Golf schaffen können, hat dann aber natürlich gesundheitlich ein bisschen Probleme gehabt zu seiner Hochzeit, auch ein Wahnsinnstyp. Greg Louganis fällt mir halt noch als unfassbarer Sportler ein, ja. Einfach weil ich das 88 gesehen habe, wie der, obwohl er im Wettkampf da an dem 3-Meter-Brett hängen geblieben ist und den Kopf sich aufgeschlagen hat, genäht wurde und das Ding noch gewonnen hat. Das ist natürlich auch eine unfassbare Leistung, aber so kann man, glaube ich, noch Stunden weitermachen. Klar. Dann kommen wir zu nichts anderem mehr. Ja. Das ist richtig. Vor allen Dingen hat Wayne Gretzky als Olympia nicht gewonnen, weil damals die NHL-Spieler, als er dann mal zu Olympia durfte, das alles eher nicht so ernst genommen haben. Das kommt dazu, und ich glaube, das war 98 oder so, als wir das erste Mal mitmachen durften. Gretzky ist, glaube ich, Jahrgang 61, also von daher, da war der Ende 30. Und dann bist du natürlich auch noch darauf angewiesen, dass er eben auch dein Team eben top besetzt ist, weil beim Eishockey machst du halt mal auch alleine, nur alleine. Genau. Ja, so, und dann sind sie, glaube ich, 98 dann auch an einem überragenden Dominik Hašek gescheitert, irgendwie im Halbfinale oder so. Machst du das Fass auf mit Torhütern, dann wäre der eine Wahl. Also von daher gibt's schon extrem viele, die in den letzten 100, 150 Jahren da Fantastisches geleistet haben. Ja, Wayne Gretzky, gehe ich dir mit dir vollkommen konform, hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Also der gehört da auf jeden Fall weit, weit oben hin. Ja, dann freue ich mich ja umso mehr, dass ich da jemanden getroffen habe. Vor allen Dingen darf ja auch niemand mehr mit seiner Rückennummer spielen, das ist das Wichtigste. Ja gut, das ist aber ja mittlerweile fast inflationär im
im amerikanischen Sport. Das ist leider Gottes richtig. Wenn ich überlege, bei den Lakers darf ja schon die Nummer 8 und die 24 nicht mehr vergeben werden. Ja. Und in beiden Fällen geht es auf den gleichen Spieler zurück. Also beide Male Kobe Bryant, der auch unfassbar war. Aber wenn du das überlegst, dann ist das jetzt nicht mehr so das Alleinstellungsmerkmal. Ja, das ist richtig. Wo wir gerade auch bei Olympia, Michael Jordan, Kobe Bryant, Wayne Gretzky und so weiter waren. Was ist denn für dich das ja größte Sportereignis, das du das Vergnügen hattest, ja, zu sehen, dran teilzunehmen oder so? Es zählen auch deine Bundesjugendspielerfolge, wenn das für dich so das Highlight deines Sportlerlebens war. Oder halt auch 11 Sekunden mit Mike Tyson nachts um 3. Da habe ich tatsächlich mit vor dem Fernseher mitgefiebert, bin da teilweise für Boxen aufgestanden. Das Beeindruckendste war aber, glaube ich, für mich, vielleicht auch noch, weil ich so jung war und es das erste Multisportereignis dann wirklich war, was ich so richtig miterlebt habe, das war Olympia 84 in L.A. Also da ging es ja schon los mit diesem Raketenmann, den die da bei der Eröffnungsfeier hatten. Ich glaube, das Bild haben echt noch viele im Kopf. Ich bin normalerweise gar nicht so der Typ, der sich die Eröffnungsfeiern anguckt, aber die habe ich gesehen und da war ich total geflasht, so als kleines Kind. Und wenn ich dann so an 84 in Summe zurückdenke, also an Michael Gross, an Carl Lewis oder eben auch so an Pasquale Passarelli, mag jetzt an den ähnlichen Vornamen auch liegen, aber die legendäre Brücke, da bin ich in den Fernseher hineingekrochen und habe den angefeuert, vielleicht stilisiere ich das oder übertreibe ich das in der Rückschau, manchmal macht man ja Sachen größer, als sie damals waren, aber das ist so ein Gefühl, ich habe mir tatsächlich diesen Kampf auch nochmal vor einem halben Jahr irgendwie auch nochmal auf YouTube oder so angeguckt, da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil ich irgendwie dieses Kindheitserlebnis damit verbinde und das ist schon was Einzigartiges, was man in den Jahren darauf hat man das dann vielleicht doch noch ein bisschen anders gesehen, auch wenn ich mir das Dream Team auch weiß ich nicht, wann war das in Atlanta 96, ja, bin ich auch für die Nächte aufgestanden und habe mir das angeguckt, wie die da alles weggefegt haben. Aber 84 hat das vielleicht dann doch noch getoppt tatsächlich. Ja, es waren ja auch, ich meine, aus Kindersicht, ich kenne das auch noch damals. Ich war damals allerdings mit meinen Eltern im Urlaub und habe dann die Olympischen Spiele nur aus der Zeitung wahrgenommen. Mhm. Aber da waren ja jeden Tag standen ja, keine Ahnung, wie viel Goldmedaillen für Deutschland auf dem Plan. Ja. Und wir fanden das als Kind einfach nur toll und wussten gar nicht, dass das ja aus politischen Gründen so war, dass Deutschland plötzlich gut war. Genauso wie dir wahrscheinlich jetzt aufgefallen ist, dass der keine stundenlang die Brücke gehalten hat, sondern es echt als Zeit jetzt gar nicht so lang war. Aber als Kind kam einem das vor, als wären es Stunden. Es war halt über eine Minute. Und ja. Das ist ja, also geh mal über eine Minute in so eine Brücke halt rein. Das ist ja an sich schon eine Leistung. Und dann liegt aber einer drauf und will eben alles dafür tun, deine beiden Schultern auf den Boden zu drücken mit all der Kraft, die der ja auch hat, weil der Eto oder wie der Japaner da hieß, der war ja auch zu Recht im olympischen Finale. Hä? Und wenn du das dann halt aushältst und dann auch siehst, dass Passarelli damals ja mehr oder weniger im Delirium dann nach war, das ist so eine unglaubliche Energieleistung. Die kann man eigentlich nicht hoch genug anrechnen. Ja, es ist dieses Olympia-Phänomen, der Sieg des Willens, auch wenn das negativ besetzt ist am Ende dieser Satz. Ja, aber das ist halt, also diese ja, im wahrsten Sinne des Wortes auch Leidenschaft, ne? Also die da, das Leiden für die Sache, die man sich da ja 4 Jahre auferlegt hat, um dann eben auf das Großevent schlechthin hinzuarbeiten. Und wenn man es dann auch wirklich für sich, also ich kann es mir nicht vorstellen, für mich hat es zum stellvertretenden Kreismeister gereicht, was das für Adrenalin in einem ausstoßen muss. Unfassbar. Ja, also in solchen Momenten gibt es ja bei Olympia Massen.
Und das, genau, ist, glaube ich, auch der Reiz, den Olympia dann am Ende des Tages, ja, ausmacht. Matthias Steiner fällt mir spontan halt auch ein, der von seinen Gefühlen übermannt wurde auf dem Treppchen, weil er an seine verstorbene Frau gedacht hat. Und da gibt es ja so unfassbar viele von Marathonläufern, die über die Ziellinie getragen werden, von gleichen Athleten und deswegen disqualifiziert worden sind. Also das kannst du beliebig lang fortsetzen. Das ist ja tatsächlich dieses verbindende Element des Sports, egal welches Geschlecht, welche Rasse, welche Nationalität, das ist ja eigentlich das, was so zu dieser großen Bewegung gemacht hat und was ja auch so fasziniert und dann eben auch der Fokus eben auf so Nischensportarten ist. Wäre es ein WM-Sieg von Passarelli gewesen, dann wird da heute wahrscheinlich niemand drüber sprechen, weil es einfach niemand gesehen hätte. Da gäbe es wahrscheinlich auch bei 1984 auch keine großartigen Fernsehbilder von. Richtig, ja, also es wäre nicht gestreamt worden, wir hätten kein iPhone gehabt und so weiter und so fort. Das wäre irgendwo versandet und Ende der Geschichte. Und er hätte es dann halt seinen Enkelkindern erzählt und die hätten sich das nicht angucken können und auch nicht ansatzweise begreifen können, was das eigentlich für eine Leistung war. Ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, ja, Papa, erzähl mal, oder Opa. Oder genau. Ja. Da du ja Olympia-Beauftragter in Düsseldorf oder für Rhein-Ruhr bist, ändere ich die letzte Frage nochmal, weil du hast ja keine Sportart, die du so ausübst, sondern welche ist denn deine liebste olympische Sportart? Tja, ich hab ja mal Medien gemacht, auch lange als Sportjournalist. Also die Lieblingssportart gibt es für mich eigentlich dann gar nicht an der Stelle. Aus der journalistischen Brille war es natürlich immer ganz, ganz gut, wenn du zum Beispiel über Basketball berichtet hast, weil im Gegensatz zum Fußball, wo du ja vielleicht ein Spiel hast, was nach 60 Minuten 0-0 steht, total langweilig ist und du eigentlich auch schon weißt, das wird wahrscheinlich nach 90 oder 95 Minuten, wenn da jetzt kein Elfer oder so passiert oder irgendwie eine Standardsituation trotzdem irgendwie reinrutscht, dann wird das bei diesem 0-0 irgendwie bleiben. Hast du natürlich den riesen Vorteil als Journalist, auch der im Fernsehen gearbeitet hat, dass du beim Basketball eigentlich ganz andere Geschichten immer erzählen kannst, weil du hast immer schöne Korbaktionen, der Dunking hier, der Steal dort, selbst wenn das Dream Team gegen, weiß ich nicht, ein ganz kleines Land spielen würde, gäbe es vielleicht am Anfang mal den Moment, wo die tatsächlich mit 3 oder 8 Punkten führen und du auch darüber so einen Mini-Spannungsbogen aufbauen kannst und jemand anderes außer den Jordans, Magic Johnsons, Larry Birds oder heute LeBron James oder so in den Fokus rücken könntest. Und das ist halt viel einfacher. Deswegen als Journalist fand ich Basketball toll, habe aber auch gerne Eishockey gemacht, habe ja auch mal für die Deutsche Eishockey-Liga das Internet-TV als Redakteur gemacht. Also von daher ist da tatsächlich ein sehr breit gefächertes Interesse, was aber wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass ich ja mal Sport studiert habe. Das haben wir alle, beide zumindest. alle glaube ich nicht auf dieser Welt, aber ja, nee, das ist. Nee, deswegen wird mir das wahrscheinlich auch schwerfallen, wenn mich das mal einer fragt. Ja. Weil jetzt Sportarten, die bei Olympia dabei sind, haben es irgendwie aus irgendwelchen Gründen ja irgendwo verdient, dabei zu sein, weil irgendwelche Länder so halt ja begeistern. Und da gibt es dann auch so viel, selbst Dressurreiten, wo ich mich immer frage, warum flüstert der Mann, wird dann irgendwann plötzlich spannend. Das ist halt so dieser Olympia-Effekt. Definitiv. Also ich Traversen und Piaffen und was ich mir da an Vokabular durch Olympische Spiele auch im Reitsport dann angeeignet habe, Das ist dann schon was Außergewöhnliches. Das hätte ich sonst so nicht erfahren. Und das trifft, glaube ich, auch auf mehrere Sportarten zu. Also von daher Schwimmen zum Beispiel. Ja. Also ich selber mag kein Schwimmen. Also für mich
ich gehe nicht so gerne in das Chlorwasser rein, ich bin da immer danach erkältet und so weiter und so fort. Aber bei Olympia, da allerdings auch bei Weltmeisterschaften oder so, finde ich es total faszinierend und total begeisternd, was da im Becken so passiert. Und wie gesagt, zu Zeiten von Greg Louganis habe ich mir da auch alles, was Turmspringen betrifft, von A bis Z angeguckt und war voller Begeisterung dabei. Das waren dann jetzt schon mal viel Olympia in den Eingangsfragen und nach der Werbung kommen wir dann zum eigentlichen Thema Olympia 2032 in Rhein-Ruhr. Bis gleich. Bis gleich. Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de. Hallo, da sind wir wieder mit Pascal Heithorn, dem Olympiabeauftragten für Rhein-Ruhr 2032. Nachdem wir gerade eben schon viel Olympia in den Eingangsfragen hatten, gehen wir jetzt mal in Medias Res und Olympia 2032. Ich meine, das ist jetzt noch ein bisschen weg, aber bei dir fängt gerade die heiße Phase sozusagen an. Ihr seid ja auch mit die erste Bewerbung nach den neuen Bewerbungskategorien und bis jetzt, sage ich mal, ist das Mitbewerberfeld ja überschaubar. Mit Brisbane, relativ überschaubar. Ja, Katar, Brisbane, Jakarta. Genau, also Jakarta würde ich sagen, ist schon raus. Das war ja am Anfang tatsächlich mal fast schon auch medial gehypt. Aber vor circa einem halben, dreiviertel Jahr hat ja die Regierung von Indonesien beschlossen, die Hauptstadt, sprich Jakarta, zu verlegen auf eine andere Insel. Warum, weshalb, wieso? Weil Jakarta tatsächlich sinkt. Und die sinken um 25 Zentimeter im Jahr. Okay. Wenn man vergleicht, der Meeresspiegel bei Venedig, der steigt um ein paar Millimeter, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das für Auswirkungen hat. Das ist ganz einfach, habe ich auch erst am Anfang gedacht, so, heck, wie kann das überhaupt sein? Aber die haben auf Sand gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes, und haben ein Wassersystem in dieser Stadt irgendwann mal angelegt, das dem nassen, harten Sand ständig Wasser entzieht. So, und was passiert mit nassen, harten Sand, der trocken wird? Der wird porös, der wird trocken und dann sinkst du als Stadt. Die sind jetzt, glaube ich, schon bei 4 Meter unter Null, geht 10 Jahre weiter, dann kommen dann nochmal 2,50 Meter oben drauf. Dann machst du dann nur noch Segel- und Schwimmwettbewerbe. So ist das. Und deswegen haben die gesagt, sie gehen dann, siedeln 20, 25 Millionen Menschen irgendwie um, gehen auf eine andere Insel, bauen da eine komplett neue Hauptstadt. Und naja, wenn das IOC das, was sie ja postuliert haben, mit weg vom Gigantismus hin zu Regionenstärken und so weiter, dann wirklich ernst nehmen, Nachhaltigkeit, dann ist Indonesien eigentlich raus. So. Ja. Und bei Brisbane muss man anders gucken. Da schauen wir mal drauf, auch bei dem Thema Nachhaltigkeit. Wir können mit Sicherheit mit dem Punkt punkten, dass wir sagen können, innerhalb von 6 Auto- oder Zugstunden können uns mehr als 200 Millionen Menschen erreichen. In Brisbane sind das ungefähr 15 Millionen. Ich traue Elon Musk sehr, sehr viel zu. Ich glaube aber nicht, dass der Hyperloop bis dahin von Europa nach Australien schon fertig ist. Und dann wirst du halt nichts anderes machen können, als mit dem Flieger zu kommen, alle anderen Staaten außer Australien. Wenn das Thema Nachhaltigkeit wirklich größer wird und bleibt, dann sind wir eher sehr nachhaltig unterwegs und Brisbane wäre vielleicht neben Tourismus, setzen ja sehr viel auf fossile Energie,
eigentlich vielleicht sowas wie München 2.0. Also von daher sind wir eigentlich im Moment ganz gut optimistisch, dass das, was das IOC vorgegeben hat, dass das bei uns sehr, sehr passgenau erfüllt werden würde. Und darum geht es jetzt halt, Vertrauen zu werben in der Bevölkerung, in der Region von Dortmund bis Aachen. Und Düsseldorf liegt halt da so ziemlich mittendrin. Hm. Ja, da wollte ich auch drauf hinaus. Ich meine, von der Grundidee sind Rhein-Ruhr und Brisbane wahrscheinlich die nachhaltigeren Bewerber. Katar wird das Gleiche passieren, wahrscheinlich wie mit allen Großveranstaltungen, die in Katar stattfinden. Das wird aus dem Boden gehauen. Katar hat einen wunderschönen, riesigen Kühlschrank, ja, der sich Leichtathletikstadion nennt, wo kleine Leute hinkommen. Also wir haben das auch bei der Handball-WM, hast du es ja auch damals gesehen. Ja. Da wurden ja Fans rekrutiert. Hier wüssten wir, die Sportbegeisterung ist nun mal da in der Region und in Deutschland. Und wenn wir jetzt Volleyball oder so mit einbeziehen, mit den Italienern, die das nicht allzu weit haben, wenn wir Hockey mit einbeziehen, mit den Niederländern an der Stelle, wenn wir Radsport mit einbeziehen, was ja in Frankreich, England, Holland und Belgien riesengroß ist, dann müssen wir uns da überhaupt keine Sorgen machen, dass da nicht genug Leute zu uns kommen würden. Ganz im Gegenteil. Und der Witz ist eben, dass wir schon 90% der Sportstätten jetzt in der Nutzung haben. Das sage ich auch deshalb, weil wir eben auch die über 700.000 Quadratmeter Messehallen mit einbeziehen können. Hm. Über Essen, Dortmund, Köln und Düsseldorf. Und da kannst du ja Sportarten machen, wo jetzt nicht die Massen an Zuschauern kommen, wie zum Beispiel Tischtennis, Badminton, Judo, was alles tatsächlich in Düsseldorf angesetzt wäre. Aber das trifft ja dann auch auf Gewichtheben oder noch ein paar andere Sachen eben zu, wo du das dann halt eben da kanalisieren kannst. Und das ist schon was, wo wir eben sagen können, jo, wir müssen eben nicht die Region fit für Olympia machen, wie das vielleicht Peking, Rio, selbst Athen gemacht haben, wo weiße Elefanten entstanden sind, die man dann anschließend nicht mehr brauchte und vor sich hin verrottet sind, sondern wir können uns eigentlich auf andere Themen konzentrieren, wie zum Beispiel Digitalisierung oder mobile Verkehrsinfrastruktur und sagen, wir wollen eben die Region fit durch Olympia machen. Und das ist was, was wir, glaube ich, den Leuten in den nächsten Monaten noch mehr klar machen müssen, dass man da wirklich auch einen Mehrwert hat, wenn Olympische Spiele, Paralympische Spiele hier in die Region kommen. Wie geht ihr denn davor, in das Vertrauen der Leute zu gewinnen für, ja, es ist ja jetzt schon ein größeres Projekt, um nicht zu sagen Mammutprojekt Olympia. Klar, 90% der Sportstätten sind da, wahrscheinlich bis 32 auch von selbst mehr als 90. Ihr habt drei, glaube ich, Sportstätten, die sind vor 1970 entstanden. Die müssten vielleicht mal ein bisschen aufgehübscht werden, gestrichen. Es gibt vier Flughäfen in der Gegend. Das ist alles schon mal im Ansatz super und schon da und muss nicht gebaut werden, im Gegensatz zu zum Beispiel Katar oder ja, in Brisbane wird es mit dem Flughafen auch ein bisschen eng. Jakarta sagt es ja bereits, die müssten gucken, dass sie das irgendwie trocken hinkriegen. Aber wie geht ihr das an, dass in der Bevölkerung das den Leuten klar wird? Weil so mal meinen jetzt nicht repräsentativen Umfragen in der Bevölkerung ist Olympia 2032 ist so, ach, wir haben da eine Bewerbung oder wir würden das gern machen, eher als ja, finde ich gut. Ja, also tatsächlich gehen wir in die Bürgerdialoge rein. Also wir haben jetzt deutlich über 200 Bürgerdialoge in den letzten anderthalb Jahren oder zweieinhalb Jahren gemacht. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, logischerweise, weil die Leute durch Corona, das Klar. ist ein Stichwort, da kommst du wahrscheinlich in keiner Sendung im Moment drumherum, natürlich andere Gedanken, andere Sorgen halt haben. Ja, also wenn man nicht weiß, wie wird mein Kind jetzt demnächst wieder beschult, wenn die Inzidenzwerte noch höher gehen? Was ist eigentlich mit meinem Job? Oder wenn ich tatsächlich einen eigenen Betrieb habe oder Hotel, Gastro, Messe, Künstler, habe ich selber noch einen Job, beziehungsweise meine Angestellten? Was ist mit Kurzarbeit? Muss ich die verlängern? Muss ich die entlassen? Das sind natürlich jetzt alles Dinge, wo wir jetzt zwar
an den Konzepten weiterarbeiten. Neben dem Sportstättenkonzept ist ein paralympisches Sportstättenkonzept so gut wie fertig. Jetzt gilt es auch ein Trainingsstättenkonzept zu entwickeln und auch erstmal die Finanzierung darzulegen, weil das wird natürlich auch ein zentrales Argument dann werden, wenn wir zumindest mal darlegen können, yo, und davon gehen wir aus, dass die Durchführung der Spiele, auch was das Aufhüpfen und so weiter betrifft, was du dann wirklich für Olympia dann zusätzlich brauchst zu dem, was dann vielleicht jetzt schon da ist. Wenn das eine schwarze Null ergibt und man dann eben sagen kann, ja, dann beschleunigen wir, wenn RRX, dann beschleunigen wir in die Verkehrswende über U-Bahn-Bau, über Shuttle-Parkplätze, über vielleicht auch sowas wie Flugtaxen und so weiter und so fort, aber auch nachhaltige Wohnkonzepte, Energiesysteme, was Aufzüge betrifft, über Energierückstellungen und so weiter und so fort. Wenn wir das hinkriegen und dann auch sagen können, und dadurch verbessert sich für dich, weil du eben weniger Zeit im Stau verbringst, weil dein mobiles Handynetz nochmal deutlich besser ist, weil vielleicht nach 5G schon 6G da ist und wir das eben alles beschleunigen können, weil wir bei jedem Teilprojekt, was wir da definieren, immer von einem festen Zieldatum profitieren, das da heißt 2032, und dann müssen wir fertig sein. Und dann werden wir auch in aller Regel mit den ganz vielen Sachen fertig, weil so eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler, wer uns auch immer dann regieren wird, der wird ja nicht hingehen und sagen, naja, lieber US-amerikanische Delegation mit euren 150 Leuten, theoretisch könnt ihr von Düsseldorf nach Köln in einer halben Stunde. Aber weil wir jetzt irgendwann mal vor 10 Jahren bei der Autobahnbrücke, bei der Sanierung nicht richtig aufgepasst haben, die ist jetzt wieder kaputt, ihr müsst jetzt über Heinsberg, Bonn und dann von hinten mit der Axt ins Auge nach Köln fahren, und weil 200.000 andere die gleiche Idee haben, fahrt lieber heute schon los, damit ihr morgen da seid. Das passiert nicht. Das haben eigentlich alle Olympischen Spiele gezeigt, und das hat auch sowas wie die Expo in Hannover gezeigt. Wenn du da guckst, wie die Verkehrsinfrastruktur vorher, nachher war, dann ist das da auch ein riesiger Schritt in die richtige Richtung gewesen. Versucht ihr den Leuten das noch irgendwie anders zu verkaufen als über, klar, der ÖPNV in NRW oder in der Rhein-Ruhr-Gebiet, der bedarf definitiv einer Überholung, das kriegen wir ja beide wahrscheinlich jeden Tag mit, plus noch alle anderen Dinge, die gemacht werden müssen, bis jetzt nicht gemacht worden sind, die natürlich dann auch durch Corona so ein bisschen auch hochgekommen sind, wie Digitalisierung und so. Das sind ja Sachen, die quasi in Angriff genommen werden, wahrscheinlich durch Olympia auch beschleunigt werden. Hast du da auch noch andere Argumente, die die Leute sagen? Weil ich sag mal, andere Olympia-Bewerbungen in Deutschland sind ja auch an diversen Bürgerinitiativen, ob jetzt nun rational oder irrational begründbar, gescheitert, die, keine Ahnung, Angst um Fledermäuse in irgendwelchen Gebirgshöhlen hatten und was weiß ich. Wie nimmst du den Leuten hat diese Angst, diese in Deutschland immer mitschwebende Bürgerinitiativangst, sage ich mal? Also tatsächlich sind wir so von dem Konzept überzeugt, dass wir uns auch mit dem DOSB mittlerweile auf einen Zeitplan verständigt haben. Okay. Der da so aussieht, dass wir bis Anfang 22 spätestens, vielleicht klappt es auch schon Ende 21, aber wir wissen nicht, wie Corona sich entwickelt, aber das ist so im Moment der Zeitplan, dass wir bis spätestens Anfang 22 selber ein Referendum machen wollen. Okay. Und wenn dieses Referendum positiv ist, dann wird sich der DOSB bewerben, der wird dann noch seine Mitglieder befragen, ja, aber wenn wir natürlich ein positives Signal von der Bevölkerung haben, dann wird er sich natürlich bewerben, weil dann kann er das mit breiter Brust tun, und wir sind dann eigentlich auch davon überzeugt, dass wir, wenn wir das gewonnen haben, durchaus auch beim IOC als Favorit dann erstmal gelten dürfen, weil es das noch nicht gegeben hat, dass sich jemand mit einem positiven Referendum bewirbt und sagt, jo, wir wollen das,
Und das ist dann, glaube ich, ja auch ein Stück weit positiv besetzter beim IOC. Was das Thema Bürgerreferenten betrifft, noch ein Ding. Garmisch-Partenkirchen, München habe ich mir jetzt nicht so angeguckt, weil da natürlich tatsächlich das Thema Umwelt ganz, ganz stark im Vordergrund war und man hat sich auch fragen kann, sind Winterspiele jetzt im Moment da wirklich so vermittelbar, wo wir uns gefühlt im mediterranen Raum mittlerweile klimatisch bewegen. Aber Hamburg haben wir uns sehr genau angeguckt und da sind halt viele Lehren auch draus zu ziehen. Also wir haben tatsächlich in Hamburg das Thema der Finanzierung ganz, ganz lange nicht behandelt und sich dann eben kurz vor dem Referendum tatsächlich auch darüber zerstritten, indem Olaf Scholz damals als Bürgermeister gesagt hat, naja, Hamburg macht 1 Milliarde, tut die in den Topf und der Rest macht der Bund. Thomas de Maizière hat gesagt, da weiß ich gar nichts von. Warum sollte das so sein? Und das ist natürlich dann schon ein Kasus Knaxus, vor allem wenn du überlegst, dass ja wirklich damals die Elbphilharmonie noch nicht fertig war, aber schon 10-mal so teuer wie in der Planung war. Das ist natürlich dann ein Ding gewesen, was eben kein Vertrauen schafft. Michael Mronz kann für sich, der die private Initiative vorantreibt. Ich bin ja als Schnittstelle zu ihm, aber vor allem auch in die Düsseldorfer Stadtgesellschaft und auch im Landtag und so dann da verortet. Der kann für sich sagen, dass er eigentlich bei den Sportevents, die er gemacht hat, immer auch mit den wirtschaftlichen Planungen zurechtgekommen ist und zum Teil sogar öffentliche Zuschüsse zurückzahlen konnte, wo es dann länger gedauert hat, das Geld zurückzuschicken, als es eigentlich zu bekommen, weil das vom Prozedere gar nicht erst vorgesehen war. Aber deswegen ganz, ganz wichtig, jetzt erstmal die Zahlen zu hinterlegen. Und da sind wir echt auch optimistisch, dass das klappen könnte, auch weil zum Beispiel das IOC auch da anders tickt, als sie das früher gemacht haben. Wenn du guckst, LA 2028, die haben jetzt schon vom IOC einen Zuschuss in Höhe von 1,4 Milliarden zugesichert bekommen. Okay. Das ist natürlich mal ein Wort. Und wenn du das im Hinterkopf hast, dann kannst du natürlich auch das anders darstellen mit Ticketing und den restlichen begrenzten Möglichkeiten, die du im Sportsponsoring dann da noch hast. Da könnte man dann wirklich in die Richtung kommen. Aber das sollen andere machen, die sich da deutlich besser mit auskennen. Ich moderiere das. Dadurch versuchen wir eben, das Vertrauen in der Bevölkerung zu kriegen, um eben zu sagen, jawohl, eigentlich die frühere Keimzelle der deutschen Wirtschaft. Und da ziehe ich jetzt mal Rheinland und Ruhrgebiet zusammen. Wir waren ja hier auch mal Schreibtisch des Ruhrgebiets. Dann kriegst du, glaube ich, die Leute wirklich, wirklich dahin, wenn du dann sagst, wir können so viel beschleunigen über das Thema, was euch wirklich auch vor Ort was bringt. Und das betrifft auch den Sport, dass du da richtig, richtig vorankommst. Aber da reden wir vielleicht gleich noch drüber. Das werden wir garantiert nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. Ja, bis gleich. Einzigartige Augenblicke. Steht im Finale. Einmalige Momente. Aus dem Hintergrund müsste ran schießen. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens. Höre jetzt alle Geschichten auf meinsportpodcast.de. Da sind wir wieder mit Pascal Heithorn und reden über Olympia Rhein-Ruhr 2032. Nun sagtest du ja, das soll ja auch der Region, der Metropolenregion Rhein-Ruhr, wie es so schön heißt, helfen, sich weiterzuentwickeln, sich zu digitalisieren, einen vernünftigen ÖPNV hinzukriegen. Für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass dieses ÖPNV-Gewirr, was hier in der Gegend halt herrscht, bis dahin aufgelöst werden kann und vernünftig werden kann
Und nicht so wie jetzt, wenn du zu einem Konzert von Düsseldorf nach Dortmund willst, musst du dir überlegen, ob du mit dem Auto oder mit der Bahn schneller da bist, um welche Uhrzeit und wie lange du fährst und wo du umsteigen musst und so weiter. Wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass das bis dahin besser werden kann oder dadurch besser werden kann? Also die Chance halte ich schon für ziemlich groß, weil sie eigentlich uns dazu zwingt, über ja, Grenzen hinweg, und ich erläutere das gleich noch ein bisschen mehr, zusammenzuarbeiten. Also wenn wir uns einfach mal die Fläche angucken, weil wir immer auch gesagt bekommen, na, das ist ja schon eine riesige Fläche, wenn man da einfach mal irgendwo mit einem Zirkel irgendwo in der Mitte ansetzt und einen Radius schlägt um alle Sportstätten herum, dann sind wir bei 63 Kilometern. Das Sportstättenkonzept von LA sind 62 Kilometer. Das ist quasi identisch. So, und da reden wir über eine Stadt, über eine Metropole, und wir von Dortmund über Gelsenkirchen, Essen, Düsseldorf, Köln, Gladbach bis hin zu Aachen und Bonn sind quasi von oben, aus der Vogelperspektive, von ganz oben, sind wir eigentlich LA von der Fläche. Und das kriegen wir Amerikanern oder Asiaten kaum verpackt, zu sagen, dass das hier, weiß ich nicht, über 50 Städte sind oder sowas in der Richtung. Und es geht ja nicht nur um die Städte, es geht ja auch darum, dass teilweise bei so Entscheidungsprozessen ja dann auch noch Landschaftsverbände mitreden. Davon haben wir zwei. Dann haben wir zwei Metropolregionen. Die haben aber nicht die gleichen Hoheitsgebiete, sprich nicht die gleichen Grenzen. Dann haben wir drei Verkehrsverbünde, vier Bezirksregierungen, die damit reden. Und wenn wir über ein Projekt wie den RAX mit der Deutschen Bahn und so drüber nachdenken, dann kannst du das nochmal weiter auffächern. Also das wird dazu führen, und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass wir frühzeitig es geschafft haben, hier in Düsseldorf schon im Oktober 2018 und dann im Land eben auch im Ende 2019 einen Beschluss zu erwirken. Ich sage jetzt mal von den großen Parteien der Mitte, sprich CDU, SPD, FDP und Grünen, eben einen gemeinsamen Beschluss zu machen. Ja, wir unterstützen diese Idee, und im Landtag hieß es ja dann auch, ja, wir wollen gemeinsam daran arbeiten, die Olympischen Spiele hier hinzuholen. Weil das ist ein Thema, hinter das wir uns, wenn denn dann wirklich als Vision alle versammeln müssen, damit das halt gemeinsam funktioniert. Deswegen ist es auch so wichtig, um das Vertrauen der Bürger zu werben, um ihnen auch eben aufzuzeigen, dass da viel passieren kann, dass das die Chance ist, dass wir bestimmte bürokratische Prozesse auch einfach beschleunigen können und dass das natürlich auch dem Sport unglaublich viel bringen wird, weil es ja auch in der Vergangenheit immer gezeigt hat, dass dann einfach, wenn man sich für Olympia bewirbt, die Aufmerksamkeit auf den Sport ja richtig groß ist. Und man merkt es ja auch, wie wichtig der Staatskanzlei das Thema Sport ist. Sport ist direkt bei Armin Laschet im Moment angesiedelt. Es gibt ein Programm über 300 Millionen moderne Sportstätten, wo eben in die Sanierung der Sportanlagen was reingesteckt wird, auch über den Verkehrswegeplan und über den Henrik Wüst, der dann eben auch schon Gelder, die vom Bund sind, zweckgebunden, auch für solche Projekte sieht. Das greift relativ viel ineinander. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich Mut machen kann. Und wenn man das auch noch mit der größten Jugendbewegung, und Sport ist ja erstmal was total Positives, dann auch noch zusätzlich befeuern, dann haben wir dann 2032 wirklich was zu feiern. Und das ist eben dieses sehr, sehr große Sportfest, was wir dann eben feiern, weil wir die Region einfach fit für die Jahre 30, 40, 50 aufgestellt haben. Nimm den RRX. Ja? Also der sollte 2030 fertig werden. Dann hieß es irgendwann 2030 bis 35. Und ich sag mal so, wenn Olympia nicht kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch erst 45, 50 oder 60 fertig wird. Wenn wir Olympia 32 hier haben, bin ich felsenfest davon überzeugt,
wenn dann zum Beispiel, weiß ich nicht, die Eröffnungsfeier in Dortmund wäre, dass man dann von Köln über Düsseldorf nach Dortmund mit Bundeskanzlerin und IOC und DOSB gemeinsam dann dahin fährt und eine doppelte Eröffnung feiert. Mhm. Und das sind einfach so Dinge, die Wahnsinn sind. Auch wenn ich überlege, autonomes Fahren auf der Schiene. Ja, und das ist ja was glaube ich heute schon technisch nicht mehr so das Hexenwerk ist. Auf der Straße ist das noch ein bisschen schwieriger. Das hat mir mal der Professor Schuh von der RWTH Aachen auch erklärt, dass du da im Moment im Prinzip noch ein zweites Fahrzeug brauchst, um nebendran zu fahren als Rechner, um wirklich vollautonomes Fahren hinzubekommen. Aber auf der Schiene kriegst du es hin. Und wenn du auf der Schiene sagst, dass du dadurch alleine, dass diese beiden Fahrzeuge miteinander kommunizieren, deine Taktung um 35-40% erhöhen kannst, ohne einen einzigen Gleiskilometer mehr zu bauen, dann siehst du halt, was da auch für das Thema Verkehrswende für eine unglaubliche Fantasie drin ist. Ja, ich denke auch, dass, ich meine, du bist auch Düsseldorfer, du kennst das, wir haben hier immer das ganze Ruhrgebiet zu Gast, jeden Tag. Mhm. Und als Düsseldorfer sagst du ja, ich komme aus dem Rheinland, also quasi auch aus Metropolenregion Rhein-Ruhr. Hältst du es denn für wahrscheinlich, dass durch das auch die Wahrnehmung in der Rhein-Ruhr-Metropolenregion von sich selbst anders wird und man nicht sagt, ja, ich komme aus dem Pott und der Düsseldorfer ist schickimicki und das ist scheiße. Sondern also dass du das dann wirklich sagst, hey, ich komme aus Rhein-Ruhr, aus der Metropolenregion, wir sind quasi eins wie der Großraum New York, London, Großraum LA, wie du so schon sagtest. Weil das sind ja auch mehrere Städte. Also das würde ich mir total wünschen, ja, weil wenn man so ein gemeinsames Projekt in Angriff nimmt, dann führt das ja auch sehr viel dazu, dass man miteinander und nicht übereinander redet. Und ich sage immer gerne, miteinander reden führt zu Verständnis, übereinander reden führt meistens zu Missverständnissen. Und das ist natürlich eine Chance, die in so einem Projekt dann auch ist, dass wir dann eben sagen, ja, das haben wir zusammen geschafft und wir haben alle ein bisschen was davon. Logischerweise wird immer so ein bisschen der regionale Charakter bleiben, gehe ich fast von aus. Düsseldorf wird wahrscheinlich immer ein bisschen mehr Alt trinken. Köln wird immer ein bisschen mehr Kölsch trinken. Im Ruhrgebiet wird noch mehr Currywurst gegessen als hier. Aber das ist auch gut so. Ja, also das soll ja auch jeder so machen. Das ist ja völlig, völlig in Ordnung. Aber das ist ja auch die Chance, dass jede Stadt, jede Region sich mit ihren Stärken, auch mit ihrer Kultur einfach der Welt präsentieren kann und zu sagen, yo, wir haben hier so viel auf einem Fleck zu bieten, das musst du eigentlich erstmal irgendwo anders auf der Welt erstmal finden. Das hast du ja so den Beispielen, die ich genannt habe, wie LA und New York ja auch, da kommt einer aus den Hills, da kommt einer aus den Valley, einer aus Pasadena, in New York ist Brooklyn, Queens und was weiß ich, das sind ja eigene Charaktere quasi schon und ja, mehr noch als Stadtteile im deutschen Sinne, ja wirklich dann, das ist eine andere Welt quasi, wenn du von Brooklyn nach Queens fährst. Deswegen, weil ich das ja auch schon versuche, Ewigkeiten den Leuten in Deutschland nahezubringen, dass das ja eigentlich nicht so der große Unterschied ist, fällt es halt meiner Meinung nach dem Deutschen echt immer wieder schwer zu denken, das ist eine Region. Deswegen finde ich das gut, dass ihr das versucht, damit auch zu forcieren, weil es wäre auch aus diversen anderen Gründen mit Sicherheit wünschenswert für die Metropolenregion Rhein-Ruhr, enger zusammenzurücken als ja ein großer Metropolitan Area, wie die Nordamerikaner sagen. Ja. Aus Sicherheitsgründen, Wirtschaftsgründen, Steuergründen, was weiß ich. Deswegen ist ja der Titel auch im Moment Rhein-Ruhr City 2032. Genau. Und das ist ja auch durch per Beschluss ja auch noch gar nicht so lange tatsächlich gesetzt vom IOC, weil beim letzten Mal, als ich Düsseldorf mit der Region beworben hat, musste ja tatsächlich auch noch die Stadt oder die eine Stadt im Vordergrund stehen. Und da musste es ja damals Düsseldorf Rhein-Ruhr heißen, weil ansonsten wäre die Bewerbung gar nicht angenommen worden. Das ist aber doch natürlich ganz klar, dass das die Begeisterung bei den Kölnern, bei den Duisburgern, bei den Essenern
schon ein bisschen schmälert, wenn es da heißt Düsseldorf-Rhein-Ruhr, dass die dann halt sagen, Moment, wir machen jetzt 5, 6, 10 Jahre Werbung für Düsseldorf und sind selber in Rhein-Ruhr. Das ist natürlich jetzt viel einfacher, auch in der Kommunikation, dadurch, dass das IOC auch unter Thomas Bach eben diesen Schritt gegangen ist und der für das IOC, glaube ich, auch ein großer Schritt war. Viele haben gedacht, die würden den Schritt nicht machen. Sie haben es gemacht, haben das in Beschlüsse umgesetzt und das auch mit den eben schon angesprochenen Zuschüssen, die das IOC mittlerweile auch zur Verfügung stellt, macht es auch glaubhaft, dass sie eben auch Regionen stärken wollen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Botschaft für uns und gibt uns eben auch jede Menge Rückenwind auf dem Weg bis hoffentlich 2032. Ich denke, da ist dem IOC auch mal nach Vancouver und jetzt mit den Olympischen Winterspielen in Peking, da kann man ja super Abfahrtslauf machen, aufgegangen, dass vielleicht dann Metropolen oder Regionen sich auch bewerben können, weil in Vancouver selbst war, glaube ich, nur Eishockey. Der Rest war relativ weit weg. Für Vancouver-Verhältnisse halt gleich um die Ecke, aber für uns Europäer weit weg. Ja. Peking, ich meine, man hätte es auch Yangqing oder so nennen können. Der hat keine Sau gewusst, wo das ist. Das ist ein paar 100 Kilometer von Peking entfernt. Da findet der Großteil der Schneewettbewerbe statt. Aber wäre wahrscheinlich relativ unsexy gewesen. Hätte man das dann. Sochi. Ja, das ist die gleiche Geschichte. Also es ist ein Sommerressort der Russen, wo Winterspiele stattgefunden haben. Also das ist aber gut, dass die mittlerweile da auch ein bisschen anders ticken. Das ist natürlich in der Verbandsstruktur ist ja auch ganz klar, wenn wir halt sagen und auch schon auf unsere Strukturen verweisen, dass das dazu führt, dass sehr, sehr langwierige Abstimmungsprozesse sind, dann ist das natürlich beim IOC genauso. Da reden ja auch nicht nur drei Leute miteinander. Ja, da gab ja dann auch noch weitere Bewerbungen wie von Toronto für Olympische Spiele, was ja eher so eine Bewerbung von Süd-Ontario war, womit du aber, glaube ich, niemanden schockiert hättest oder auch hinter dem Ofen hervorgelockt hättest. Wir machen Olympische Sommerspiele in Süd-Ontario. Alle so, wo genau? Warum Süd? Ja. Ich dachte, das wäre im Norden und keine Ahnung was. Bei meinen Recherchen zu den Olympischen Spielen 2032 fand ich eigentlich alles sehr gut, auch dass 90% Sportstätten da sind, wahrscheinlich sogar schneller als euch lieb ist, wahrscheinlich fast 95% der Sportstätten schon fertig sind. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe und das mich auch als bisschen Kenner von Olympischen Spielen verwirrt hat, ist jetzt übertrieben. Wo soll das Olympiastadion sein? Weil da haben wir eine Menge Auswahl. Das sind aber alles keine klassischen Olympiastadien, sondern mehr oder weniger Fußballstadien. Ja, das ist so. Also du ziehst auf das Leichtathletikstadion an, was in der Vergangenheit auch immer dann gleichzeitig das Olympiastadion war. Ich sage jetzt bewusst war an der Stelle, weil das IOC das mittlerweile auch offener gestaltet. Also die sagen, es muss nicht mehr auf einer Laufbahn stattfinden. Es kann theoretisch sogar auf einer grünen Wiese irgendwo sein oder aber in einem Fußballstadion. Deswegen kann man das so ein bisschen differenzieren. Deswegen hatte ich auch eben bei dem RAX gesagt, vielleicht geht's ja nach Dortmund, weil das eben das größte Stadion von der Zuschauerkapazität ist, was wir haben, dass da eben dann die Eröffnungs- und die Schlussfeier ist und das Olympische Feuer brennt, dass das Leichtathletikstadion dann aber vielleicht unter Umständen an einer anderen Stelle steht. Okay. Und da gibt es drei Szenarien, die im Moment denkbar sind. Szenario 1 ist tatsächlich, dass sich nochmal ein Fußball-Bundesligist findet, der vielleicht ein neues Stadion bauen möchte, weil er sagt, wir wollen nochmal größer werden an der Stelle. Dann könntest du ein Konzept fahren, wie das Paris mit dem Stade de France zum Beispiel gemacht hat. Wenn du das Stadion kennst, das sieht erstmal aus wie ein reines Fußballstadion oder Rugbystadion, was die da ja auch drin spielen. Und du kannst dann aber den Unterrang zum Teil zur Seite schieben, sodass du leichtathletische Anlagen inklusive einer 400-Meter-Bahn tatsächlich da reinbauen könntest. Das
wäre natürlich eine sehr charmante Mischkalkulation auf der einen Stelle, weil dann könnte man sagen, das Olympia-Budget geht nur das rein, was man wirklich an Zusatzgeschichten braucht, und das andere macht dann eben der Fußballclub mit seiner Stadt und dann mit zusätzlichen Mitteln und so weiter. Die zweite Variante ist, dass du ein komplett temporäres Stadion baust. London hat sehr viel mit temporären Geschichten bei Sporthallen. Ich glaube, die Volleyballhalle existiert nicht mehr und so weiter und so fort. Tatsächlich gearbeitet. Das wäre die teuerste Variante, weil das die teuerste Variante ist, ist das auch erstmal in der Kalkulation so festgesetzt, die Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann vorliegen soll, was die Durchführungskosten betrifft, weil man dann halt sagen kann, okay, das ist unser teuerstes Szenario, eher wird es günstiger. Und das Dritte, was ich auch eine sehr charmante Lösung eben finden würde, weil ob sich wirklich nochmal ein Bundesligist findet, der woanders noch ein neues Stadion baut, muss man mal abwarten. Wäre, dass man ein temporäres oder ein Stadion baut für, sagen wir mal, 20.000 bis 30.000 Zuschauern, wo du als DSV, also Deutscher Leichtathletikverband, auch ein originäres Interesse dran hast, weil du dieses Stadion auch langfristig für deutsche, vielleicht auch Europameisterschaften nutzen kannst und was du dann temporär aufstocken würdest. Du so als Leichtathletik-Heimstätte sozusagen. Genau, also du hattest dann für Olympia vielleicht eine Kapazität von 50.000, weil bei Olympia aber sehr, sehr viele, immer 90-95% mit dem öffentlichen Nahverkehr kommen oder geschattelt werden, brauchst du auch tatsächlich, was deine Parkplatzsituation betrifft, bräuchtest du die auch nur auf die 20.000 auslegen. Das heißt, du müsstest weniger Fläche in Anspruch nehmen und könntest dann natürlich hast du dann ganz andere Anforderungen an dieses 50.000 Mann Stadion auch, weil es ja nur für 6 Monate steht, was das Thema Statik und lange Verwendungsdauer von Materialien betrifft. Du kannst das vielleicht in so einem sogenannten Cradle-to-Cradle-Verfahren bebauen, also sprich mit recycelbaren Materialien, die du anschließend entweder wirklich recycelst oder weiterverkaufst. Das sind dann so Szenarien, die halt dann denkbar sind. Das ist aber tatsächlich noch im Moment offen. Und deswegen wird im Moment mit der teuersten Variante erstmal gerechnet, um dann sagen zu können, wie gesagt, wenn denn dann wird es eher günstiger als teurer an der Stelle. Und ich glaube, das ist ein ganz vernünftiges Vorgehen. Das ist, glaube ich, immer ein vernünftiges Vorgehen, selbst beim Autokauf, wo man dann sagt, ich nehme jetzt den höchsten Preis und guck mal, was an Prozenten dabei runterkommt. Sollte man eigentlich bei so ziemlich jeder Anschaffung, was das ja dann wäre, machen. Genau. Aber ist auf jeden Fall jetzt klarer geworden, wo das Olympiastadion/Leichtathletikstadion dann stehen soll, weil das war mir so nicht wirklich ersichtlich. Wir haben noch drei Szenarien, die es im Moment gibt. Ja. Wir haben da noch ein paar Dinge zu klären. Nach der Werbung. Bis gleich. Sehr gerne. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Aus dem Hintergrund müsste reinschießen. Unvergessene Emotionen. Da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens. Höre jetzt alle Geschichten auf meinsportpodcast.de. Hallo, da sind wir wieder mit dem Big in Sports Podcast. Heute mit Pascal Heithorn, Olympiabeauftragter der Olympischen Spiele in Rhein-Ruhr-City, wie sie jetzt offiziell heißen, 2032. Wir haben über die Nachhaltigkeit des Projekts gesprochen und dass da 90% der Sportstätten da sind. Nun sind ja zwischen 2032 und Tokio 2020, jetzt 21, ja noch 2 andere Olympischen Spiele mit Paris und Los Angeles. Und da kommen ja dann auch die ein oder andere Sportart dazu. Wie würdet ihr denn darauf reagieren, wenn jetzt zum Beispiel Baseball und Softball wegfällt, damit der Standort Bonn im Zweifel zwar nicht mehr dabei ist und was weiß ich, Quidditch dazu kommt, was ich zwar für unwahrscheinlich halte, aber kann ja sein. Schöne kreative Idee. Nein, also tatsächlich ist dieses Konzept
ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Wenn man sich bewirbt, dann wird das ja so sein, dass logischerweise der DOSB dann auch viel mehr noch als jetzt involviert ist und auch in die Federführung reingehen wird. Und dann kommt man ja auch in eine Phase, wo man so einen Dialogprozess auch mit dem IOC dann halt machen wird, um dann zu gucken, wie ändern sich denn zu dem dann geltenden Zeitpunkt auch vielleicht die einzelnen Anforderungen und so weiter. Und dann kann man auch nochmal hingehen und das eine oder andere Thema auch nochmal an einer anderen Stelle machen. Aber generell ist es, glaube ich, sehr vernünftig, wenn man die vielen großen Sportarten eben so abdecken kann, dass man eben mit gutem Recht verweisen kann, okay, wir müssen da vielleicht auch in den einen oder anderen Facelift dann auch nochmal reingehen, aber die werden ja, weil sie schon bespielt sind, auch bis dahin auch immer wiederum einen Facelift unterzogen. Wir haben auch noch 4 Standorte bei der EM 2024, ja, zum Beispiel dabei. Auch die Anforderungen von der UEFA werden ja dann schon berücksichtigt sein. Die werden nicht so unterschiedlich dann wiederum vom IOC sein. Auch die SERS in Aachen, da findet bis auf jetzt wegen Corona jedes Jahr der CAIO statt. Die werden auch gerne den Goldstandard da weiter positionieren wollen, weil sie sich als internationales Meeting da weiter ganz in vorderster Position sehen möchten und auch sehen werden. Also da passiert dann schon viel. Und das ist ja das Tolle, dass wir eben so viele Sportarenen ja auch haben, dass wir sie gar nicht alle zum Beispiel auch für das Thema Fußball brauchen, weil das Fußballturnier ist ja, hat ja so eine Sonderstellung, weil es ja ein U23-Turnier nach wie vor ist mit 3 Profis, die dabei sind. Das heißt, es ist ja eigentlich die einzige Sportart, wo die WM wichtiger ist für die Sportler als Olympia, sonst ist das ja immer total andersrum. Aber deswegen können wir zum Beispiel sagen, das IOC Stand heute will, dass man 2 Hockeystadien hat. Wir haben den Hockeypark in Mönchengladbach, der übrigens aus der letzten Bewerbungsphase auch mit entstanden ist, als wir uns da 2002, 2003 mit der Region beworben hatten. Und wir können aber dann als zweites Stand vielleicht für die großen Spiele Holland, Deutschland oder Belgien, Holland, Pakistan gegen Indien, also diese traditionellen Hockey-Nationen, die da auch richtig Bock drauf haben werden, die können wir im Fohlenpark ausrichten. Da brauchst du dann temporär in Anführungszeichen nur einen Kunstrasen drauflegen und schon kannst du es machen. Düsseldorf, die Arena, ist auch nicht für Fußball vorgesehen, denn da können wir das Dach zumachen und könnten die großen Spiele im Handball, im Volleyball und im Basketball da unterbringen. Die kleineren Spiele, wo vielleicht nicht die ganz attraktiven Gegner sind, die finden dann zum Beispiel im Handball im ISS-Dom oder im Telekom-Basketball und so weiter Dom da statt. Das funktioniert alles und dann hättest du vor über 50.000 Leuten tatsächlich die Chance, Handball, Basketball und Volleyball zu präsentieren, hat es noch nie gegeben. Würden wir die Spiele quasi auch den Menschen ein Stück weit zurückgeben. Erst recht, was das Thema Schwimmen betrifft. Denn da haben wir zwar hervorragende Trainingsstätten in der Region, aber jetzt nicht so eine große Halle, wo du dann da vielleicht 15, 20, 25.000 Menschen reinbringen könntest. Aber was wir schon jetzt haben, ist die Veltins Arena. Warum sage ich das? Weil auch da kannst du das Dach zumachen und du kannst ja zusätzlich noch den Rasen rausfahren. Und weil dann die ersten Sitzreihen leicht erhöht sind auf Schalke, passt da genau auf jeden Fall ein olympiagerechtes Schwimmbecken rein. Das ist auch keine spinnerte Idee. Das hat es schon für Weltmeisterschaften gegeben, so ein Konzept. Und das kostet natürlich viel, viel, viel weniger, als wenn du so eine Halle für 20, 25.000 Menschen brauchst und selbst für eine WM wirst du das Ding nie wieder vollkriegen. Ja, also London hat das Aquatic Center, was super toll aussieht, hat über 300 Millionen Euro gekostet. Rechne mal 5% Unterhaltskosten pro Jahr da mal rein. Das heißt, das kostet dich jedes Jahr im Unterhalt so
Pi mal Daumen 15 Millionen. Kann ein bisschen mehr, kann ein bisschen weniger sein. Und das, für das Geld könntest du im Prinzip fast jedes Jahr eine Schwimmhalle bauen für einen Schul- oder für einen Vereinssport. Ja. Um nur das mal zu sagen, das könnten wir da eben auf Schalke machen, sodass man da natürlich versucht, mit kreativen Ideen dann daran zu gehen. Aber ansonsten, klar, müsste selbst auch bei Duisburg, die ja als Regattastrecke vorgesehen ist, die müsste Stand jetzt, müsste die auch eventuell noch ein bisschen breiter gemacht werden und so weiter. Aber da ist schon mal eine sehr, sehr gute Infrastruktur vorhanden, auf der man eben aufbauen kann. Und wir müssen eben keine zusätzlichen Flächen irgendwie versiegeln, sondern wir können auf was Bestehendem aufbauen und dann eben gegebenenfalls auch das ein oder andere optimieren, wobei in den meisten Fällen die Optimierung auch in den Messehallen, da wird ja so viel Geld auch in der Kölner Messe noch in den nächsten Jahren verbaut, das passiert ja normalerweise von alleine und auch bei den großen Arenen, wie gesagt, Lanxess Arena, ISS Dom, Jeile Arena in Krefeld, da ist ja stetig ein Prozess, dass eben die Bausubstanz da auch erhalten bleibt, damit man da eben vernünftige Wettbewerbe und auch andere Veranstaltungen machen kann. Ja, aber jetzt dann ist mir jetzt halt auch die Nachhaltigkeit ist ja dann quasi auch gewährleistet, weil ihr das nehmt, was da ist und das dann genau. Auch den Schwimmbad in die Schalke Arena, der Rasen kann eh rausgefahren werden. Ja. Vielleicht wächst er dann auch mal länger gut. Und so weiter, das ist, lässt sich mir, ja, verstehe ich einigermaßen, aber wie versucht ihr denn dann, oder habt ihr einen Plan, wie ihr die Leute versucht zu, ja, so anderen Sportarten zu bewegen, die hier halt nicht so populär sind, wie Fußball, Handball, Basketball oder so. Ich meine, wenn ich mir das hier olympische Programm angucke, was schon mal alles dabei war und vielleicht wiederkommen kann und jetzt sogar dabei ist, zum Beispiel 7er Rugby ist, noch unpopulärer in Deutschland, glaube ich, als normales Rugby. Genauso so Sachen wie Cricket oder Lacrosse, die dann vielleicht auch stattfinden könnten. Im Moment sieht das für mich so aus, da spielen ein paar Leute Lacrosse irgendwo auf dem grünen Acker und das gucken die üblichen vielleicht 1000 Leute zu. Das ist ja dann nicht Olympia-like, möchte ich mal sagen. Wie versucht ihr die Leute dazu zu bewegen, dass sie nicht alle vor den Fußball- und Leichtathletikstadien stehen? Also ich glaube, das kommt ein Stück weit von alleine, weil du ja eben auch schon auch ja gesagt hast, naja, Thema Rugby. Ja, also wenn ich gucke, welche Popularität das in England, in Schottland, in Frankreich hat, wo ja auch wirklich in den großen Fußballarenen Rugby gespielt wird, die werden da schon kommen. Also da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Und ich glaube, wenn du dann eine schöne Fläche hast und da auch, wie jetzt in Köln auf dem Gelände ja zumindest schon hochkarätige Spiele ausgetragen worden sind, dass dann da zumindest auch so eine kleine Community ist, die auch nochmal ganz anders motiviert rangeht, weil sie halt sagt, boah, wollen wir doch mal gucken, ob wir 2032 nicht vielleicht auch uns irgendwie so präsentieren können, dass wir mehr als zwei Spiele in der Vorrunde haben oder so, dann kommt da natürlich auch nochmal immer mit die Chance, dass sich auch so Sportarten nochmal zusätzlich entwickeln können. Mhm. Wenn ich mir London als Beispiel anschaue, wie da der Medaillenspiegel von den Engländern nochmal durch die Decke gegangen ist, die halt da auch wirklich, wirklich sehr viel dann in die Sportförderung nochmal reingesteckt haben. Und ich glaube, das passiert dann auch. Also ich gucke jetzt mal auch auf die Events, die jetzt schon eigentlich feststehen. Also die Finals sollten dieses Jahr stattfinden, kommen dann was später. Dann sind die Invictus Games fürs Militär und so weiter. Das ist das Prince Harry Projekt. Sind jetzt auch nach Düsseldorf vergeben. Wir haben ganz, ganz viele andere sowieso Sportarten und Sportevents hier in der Region und da können wir drauf aufbauen. Auch das Thema zum Beispiel
Wildwasserkanu, würde ich jetzt auch mal sagen, ist eine Randsportart. Wahrscheinlich, ja. In Deutschland. Was passiert? Also auf der einen Seite ist im Moment im Konzept, ist das Thema auch nach Duisburg gegeben erstmal, weil man gesagt hat, es macht ja Sinn, wenn da die anderen Regatta, Rudern und Kanu, Kajak und so weiter stattfinden sollen, dass das eventuell auch da ist, dann hast du es gebündelt. Auf der anderen Seite haben wir in Neuss, da am Gut Gnadental, eben die Erft, und da haben wir einen Landesleistungsstützpunkt, wo 600 Athletinnen und Athleten von heute trainieren, was für diese kleine Sportart ein unfassbares Fund ist. Und wo dann auch vor dem Hintergrund, dass eben das Thema olympische Bewerbung jetzt schon mal im Munde geführt wird, wo die dann hingegangen sind und haben gesagt, naja, Moment, vielleicht macht es ja Sinn, dass wir als Stadt, und das ist dann in dem Fall die Stadt Dormagen, als Rheinkreis Neuss, als Land Nordrhein-Westfalen, als Spitzenverband und als ansässige Vereine, dass wir eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, ob man nicht eine temporäre oder eine künstliche Anlage bauen kann, die auch Olympia geeignet ist, um eben das an der Stelle zu machen. Weil es hat zwei Vorteile. Vorteil eins ist, du weißt es selbst, wenn du halt längere Fahrten hast, ist es immer ein bisschen blöd. Wenn wir sagen, von den 600 sind ungefähr 50% Jugendliche, genaue Zahl habe ich jetzt nicht, aber veranschlagen wir mal so. Die Mamis und Papis haben natürlich keine Lust auf Dauer, nach Duisburg zu fahren, um dann da in die Trainingsstätte die Kinder hinzufahren, anderthalb Stunden zu warten und wieder zurückzufahren, weil du machst ja in der Zwischenzeit dann nichts, wenn du sonst in Neuss Dormagen eigentlich beheimatet warst und da auf eine Internatsstruktur wie Knechtsteden auch zurückgreifen kannst und so weiter. Das zweite Thema, wo man ja sagen kann, ja, dann bleibst du auch an der Erft und mach das andere dann nur temporär, ist aber, die Erft ist nur deswegen für Wildwasserkajak geeignet, weil sie von Sumpf und Wasser von Garzweiler 2 gespeist wird. So, okay. Garzweiler 2 ist aber eine endliche Geschichte. Im Moment ist da als Etikett 2038 draufgeklebt. Ich gehe im Moment eher davon aus, dass es vielleicht sogar noch was früher ist. Und wenn du dann strategisch denkst, dass du halt dann eine neue Trainingsfläche brauchst, warum dann nicht eine dauerhafte in der Region schaffen? Und das passiert. Und da merkst du ja, wie viele sich da auch jetzt gerade in den Randsportarten schon jetzt Gedanken machen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Rugby-Vereine, Verbände dann da in der Ecke um Köln herum auch Ideen entwickeln, wie man vielleicht gemeinsam auch da noch eine bessere Struktur aufbauen kann, als es im Moment ist. Und quasi zu sagen, okay, wir nutzen das, um schon mal im Vorgriff, du hast ja berechtigterweise gesagt, die werden ja wahrscheinlich bei 90% bleiben bis dahin, sondern eher Richtung 95% gehen, dann halt zu sagen, jo, liebe Politik, wie sieht's denn aus? Ist da die eine oder andere Möglichkeit, da noch ein bisschen weiterzuentwickeln? Mhm. Du blickst da ja sehr, sehr optimistisch in die Zukunft, ist ja auch mehr oder weniger ein Job. Ich halte die Bewerbung persönlich auch für eine super Idee aus ja diversen Gründen, die wir ja auch schon hier erläutert haben. Nun sag ja nicht ich ja und du ja am Ende des Tages, sondern die Kommission des IOCs. Ja. Habe ich mir mal beim Googlen durchgelesen, wie diese Kommission sich zusammensetzt, und deine Mitbewerber sind ja Brisbane, Katar und ja vielleicht Jakarta oder nicht. Wenn ich mir die Zusammensetzung angucke mit Norwegen, Kanada, China, Philippinen, Domrep, Kap Verde, Neuseeland, Italien, Kenia, Brasilien, sind, sag ich mal, Deutschland-Befürworter per se, da eher ja unterrepräsentiert, sag ich mal. Wie versucht ihr denn jemanden aus Kap Verde klarzumachen, dass das besser ist als Brisbane oder Katar? Naja, also wir werden halt sagen, okay, wenn ihr das Thema Nachhaltigkeit wirklich ernst meint, dann haben wir hier einfach einen sehr guten Vorschlag auf dem Tisch.
den wir da unterstützen würden. Und ich glaube, dass tatsächlich durch diese einzigartige Struktur, dass wir eben dann auch eben sagen können, okay, es können eben so viele auch auf kurzen Wegen hier hinkommen, und das sind ja dann auch wiederum Sportfunktionäre, die dann vielleicht aber auch die Chance sehen, okay, sonst ist vielleicht tatsächlich ein weißer Elefant auch für meine Sportart irgendwie bei rumgekommen, den aber anschließend keiner mehr brauchte. Habe ich da wirklich was von? Oder sehe ich, okay, da kann im Kleinen an den Trainingsstrukturen vielleicht dann im Zuge dessen noch was kommen? Also wir verbauen ja über Verwaltungsdeutsch, schulorganisatorische Maßnahmen über 1 Milliarde in den Schulbau, wo über 40 Sporthalleneinheiten noch allein in Düsseldorf entstehen, wo einfach eine super Struktur einfach da ist. Und dann eben die Chance zu erkennen, wow, so in so einem Fußballstadion meine Sportart Schwimmen mal zu haben oder die Reiterspiele da zu haben, wo das CHIO ist, wo eigentlich doch meine Athleten sowieso jedes Jahr schon sind und wo die wissen, dass die eine perfekte Struktur haben und das auch noch in einem absolut sportbegeisterten Land. Und da können wir, glaube ich, auf so wahnsinnig viele Themen verweisen. Jetzt wird jetzt Ende des Monats zumindest auch noch soll das Bitbook für die Universiade abgegeben werden. Auch da könnten wir uns nochmal präsentieren und eben zeigen, dass wir fast nicht mehr müssen, weil wir schon so viel gemacht haben, aber dass wir es können, dass wir auch so eine Multisport-Geschichte gut wuppen können, weil auch dafür, wenn wir es zu 8000 Athleten dann haben, dass du halt sagst, schaut es euch an, wir können's, wir machen's, wir wollen's, und wir laden euch gerne ein, zu gucken, was denn da heute schon machbar ist an den unterschiedlichsten Sportveranstaltungen, damit ihr eben da auch mitkriegt, was wir hier für eine Begeisterung leben und damit auch, wie gesagt, die Spiele den Menschen zurückgeben. Und wenn die Beschlüsse vom IOC wirklich so ernst gemeint sind, wie sie sich anhören, dann ist das ja nicht eine Einbahnstraße, sondern dann ist das ja eigentlich genau das, was die wollen. Und dann, wie gesagt, ich bin da positiv und zuversichtlich, schaue ich in die Zukunft. Das hört sich sehr gut an. Ich glaube auch, der Herr oder die Frau aus Kap Verde ist dann auch vom vergleichsweise kalten Deutschland und regnerischen Rhein-Ruhr-Gebiet begeistert, wenn ihr das so macht. Schau dir die WM 2006 an. Also, ja, klar. Wir reden ja über Sommer, also da ist es dann auch nicht so kalt in Deutschland. Normalerweise haben wir einen vernünftigen Sommer, und du wirst auch, und ich glaube, das ist ja auch spannend, diese kulturellen Facetten, die wir auch hier als Region zu bieten haben, ja, dass du vielleicht auch nicht nur zum Sport gehst, weil du vielleicht für an 3 Tagen Tickets hast, aber du bist 2 Wochen hier, und so ein Schauspielhaus oder eine Oper geht dann, oder ein Museum geht halt hin und sagt, normalerweise machen wir eine Sommerpause, aber logischerweise machen wir während Olympia keine Sommerpause, sondern nutzen die Chance, wenn wir die Welt zu Gast haben, uns auch hier von der besten Seite zu präsentieren, und machen dann so eine Kultur-Olympiade nochmal obendrauf. Ja, auch da hast du ja jede Struktur, die du haben willst. Und insofern ist es, glaube ich, ein Gesamtpaket. Wir haben jetzt schon um die 115.000 Hotelbetten hier in der Region, Tendenz steigend. Das IOC verlangt 45.000, also das ist schon mehr als übererfüllt. Wir haben den Rhein, können da theoretisch temporär mit Hotelschiffen noch zusätzlich aufstocken. Ich als halber Belgier darf das sagen, dass dann vielleicht meine Landsleute auch vielleicht auch mal mit dem Caravan kommen. Auch dafür haben wir Möglichkeiten und. Also wir können hier eigentlich ein rundum Service-Paket anbieten, was den Sport betrifft, aber eben auch was andere Dinge betrifft. Und wenn wir das dann noch damit eben verknüpfen, dass wir die Themen, wo wir heute noch nicht 100% aufgestellt sind hinsichtlich Nachhaltigkeit, Verkehrswende und so weiter und so fort, wenn wir das dann auch noch mit befeuern,
dann können wir hier wirklich, wirklich hervorragende Gastgeber sein und haben, glaube ich, auch ein sehr starkes Paket, was zumindest schon mal, als ich in London war, sehr, sehr, sehr wohlwollend wahrgenommen worden ist. Das war jetzt kein IOC-Kommissionsmitglied, aber immerhin auch Sebastian Coe, der das Thema für London als Chef der ganzen Geschichte gewuppt hat, der auch gesagt hat, also das hört sich alles sehr, sehr, sehr vernünftig an, und wenn man das von einer Position aus schon mal hört, die auch tatsächlich nicht nur so ein Programm angegangen sind, sondern auch so ein Projekt dann realisiert haben, dann gibt das natürlich auch nochmal zusätzlichen Mut. Ja. Euer Konzept ist ja Nachhaltigkeit, die Sportstätten sind schon fast alle da. Inwiefern, ja, spielt der neue Klimatechnologie, wie jetzt zum Beispiel in der Climate Pledge Arena in Seattle, da rein, wo ja auch ja das Eis durch Regenwasser gemacht wird und ähnlich. Beruft ihr euch da eigentlich eher auf existierende Technologien? Oder ist da auch noch Platz, ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich, für neue Dinge, die bis dahin noch kommen? Also da ist mit Sicherheit Platz für neue Dinge, die da noch kommen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, wir haben in Augsburg ja ein Fußballstadion, was ja schon komplett klimaneutral ist. Das steht da jetzt schon ein paar Jährchen. Sie haben damals aus Kostengründen die Photovoltaikanlage gar nicht mit installiert. Dann könntest du wahrscheinlich sogar noch Strom ins öffentliche Netz einspeisen und könntest noch ein bisschen Geld damit verdienen an der Stelle. Natürlich wirst du versuchen, dann State of the Art zu sein, gerade natürlich auch bei Dingen, die du neu baust. Und da sind wir bei dem Thema Leichtathletikstadion. Da sind wir aber natürlich auch beim Olympischen Dorf, was ja dann auch die Idee einer Smart City ausstrahlen sollte. Wie wollen wir denn in 20, 30, 40, 50 leben? Müssen wir wirklich noch bis vor die Haustür mit dem Auto fahren? Oder können wir Last-Mile-Konzepte über Mobility-Hubs und Paketstationen und so weiter entwickeln, wo wir dann eben die letzten 300, 400, 500 Meter vielleicht mit dem Lastenfahrrad dann die Päckchen abholen oder? Und das sind die Dinge, die wir natürlich mit nach vorne bringen wollen, weil wir eben sagen, das ist ja die Vision. Wie können wir eine charmante, eine liebenswerte, aber auch eine innovative Region für die Zeit vor allem auch nach der Olympischen Spiele sein? Und da kannst du natürlich auch das ein oder andere Thema mit verbinden, plastikfreie Spiele. Ja, die UN Sustainability Goals haben ja zum Beispiel das Thema Vermüllung der Meere vermeiden beziehungsweise in Angriff zu nehmen, dass das weniger wird. Wenn wir plastikfreie Spiele postulieren, dann wollen wir natürlich auch gucken, ob wir das halt hinkriegen. Aber vielleicht kriegen wir es nicht zu 100% hin, aber es wäre schon mal ein Riesenschritt, wenn wir, sagen wir mal, 80% oder 90% dann weniger hätten als jetzt Tokio in 2021 oder Paris in 2024, um halt zu zeigen, das geht, das können wir machen, und damit nehmen wir halt auch unsere Verantwortung in der Umwelt wahr und auch eben dafür da, dass es letzten Endes darum geht, das Leben von jedem Einzelnen eben durch Olympia, und das ist immer das ganz Wichtige, durch Olympia noch lebenswerter, noch liebenswerter zu machen, um halt fit für die Zukunft zu sein. Okay, das war auch ein quasi durchaus schönes Schlusswort. Leben durch Olympia, lebenswerter. Wir und ich sind große Freunde dieser Bewerbung und der Idee dahinter. Und ich hoffe, dass wir beide dann auch wenn es denn gelingt, auch noch ein paar Mal darüber reden können und miteinander die Bewerbung werben und wie auch immer können. Es hat Spaß gemacht, war sehr interessant und hat auch für mich diverse Fragen zu den Olympischen Spielen 2032 gelöst. Danke dir, Pascal. Danke dir. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. So machen wir das. Tschüss. Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf
meinsportpodcast.de. Kennt ihr schon meinmusikpodcast.de? Hallo, ich bin Fabian von Kühnes Hitgeschichten. Ein Hit von Dolly Parton krönt Whitney Houston zum Superstar und lässt Elvis Presley ein bisschen traurig zurück. Warum? Hört ihr in meinem Podcast. Jetzt reinhören. Kühnes Hitgeschichten auf meinmusikpodcast.de. Deutschlands erstes Portal für Musikpodcasts.